Boss hin. Cool. Gut. Hey Freunde, was geht ab? Wir sind heute hier auf dem Fokus-Kanal. Nein, doch. Mit Mo, Dolmike, ich und... Bin auch da. Sydney ist der Letzte. Hi. Sydney ist auch da. Das ist auch da. Wir spielen, ja, Victor, die Legende. Wer weiß mehr spielen wir? Drei Kategorien. Ja. Lass gerne ein Like da, lass ein Abo da und jetzt gehen wir rein. Wer weiß mehr, hat länger nicht mehr gemacht, weil ne, neues FIFA bringt natürlich auch die neuen Karten mit sich, die neuen Stats mit sich. Und da gibt es auch so eine Fähigkeit in dem Spiel, die nennt sich 5-Sterne-Skiller und das ist nämlich die erste Kategorie. Gold Rare 5-Sterne-Skiller. Es geht mir nicht aus der 5. arabischen Liga irgendeinen so Silbertypen, der auch 5-Sterne-Skills hat. Gold Rare-Spieler, die 5 Sterne haben in sowas weiß Dolmike selbst. Ich hätte Non-Rare hätte ich noch vorher gewusst. Ich weiß nicht mal, wer Non-Rare ist und wer Rare ist. Was soll ich jetzt wissen? Fängt an? Und wie viele, also warte, so lange bis also, wir keine haben oder was? Keine Teams? Letztes Mal hatten wir, wer weiß mehr, Teams, oder? Also jetzt nein, das, Solo. Das war ein anderes Format, aber ist Solo, genau. Jeder für sich. Okay. Wie immer will ich einfach sagen, wir machen die Discord-Reihenfolge und da fängt Dullen an. Cristiano Ronaldo. Das ist richtig. Wer ist nächster? Neymar. Eli ist bei mir in der Reihenfolge. Neymar. Jetzt ist Mo. Wenn man doppelt sagt, ist man raus. Wenn man doppelt sagt, ist man raus. Digga, ich bin so auf dem Schlauch. Usman Dembele. Usman Dembele, korrekt. Kylian Mbappé. Korrekt. Nkunku? Ich hab grad. Ah, zwei. Nkunku hat 5 Sterne Skills dieses Jahr. Guck mal, allein, dass er das weiß. Ja, ist ekelhaft. Ekelhaft. Thiago hat auch. Korrekt. Cool. Ja, nice. Ja, wo? Vinicius Junior. Cool. Richtig. Papa. Das ist korrekt. My man. Den hätte ich auch noch. Die Maria. Angel kann zwar nicht mehr laufen, aber ja, ist 5 Sterne Skiller. Hat der? Der hat letztes Jahr. Riyad Mahrez. Ist dabei. Was? Oh, ich bin F***in. Lass dein Lass es zu Hause. Rashford. Richtig. Junge, wie kommt ihr auf die alle? Ein ganz wilder Käufer mehr. Corona von Porto. Das ist sogar richtig. Da sieht man aber, wie wenig Ideen ich habe. Quadrado. Korrekt. Junge. Boah, Digga, das ist ja scheiße. Wir sind voll gut. Es gibt bestimmt noch so viele. Digga, in den ganzen Top-Mannschaften, da ist nichts mehr. Nee, da ist nichts mehr. Die stimmt schon, ja. Obwohl, warte mal. Ist der noch rare? Ist der Gold? Hat der 5? Der hat niemals 5. Ganz viele Fragen. Gib mir ein bisschen was. Wo ist denn hier der Countdown? Ganz ruhig bleiben, Mo. Coutinho? Nee. Doch, Coutinho oder? Ist 5 Sterne. Ja. Oh, ich bin so gut. Oh, wo sind die Brasilianer? Rafinha von Barca. Niemals. Nee, der hat nicht, oder? Der ist kein 5 Sterne Skiller. Nein, ist er nicht. Ja, raus mit dir. Bro. Digga, Bro, du musst schon ein bisschen wissen. Ich hab noch einen Firmino. Oh, oh mein Gott. Dabei. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich muss auch überlegen schon. Ich hab einen! Ja! Sancho. No! Junge, wie früh, Digga! Oh, ich hab noch einen! Editella muss liefern. Sancho hast du genommen. Ja. Aber ich glaube, ich hab noch einen richtig guten. Ich hab noch zwei. Zwei hast du? Ja, ich bin raus. Keine Ahnung. Ich hab auch gar keinen mehr, also wirklich gar nicht. Ich bin raus. Gibst du auf oder willst nicht irgendjemand sagen noch? Keine Ahnung. Mir fällt nicht mal jemand ein da vorne. Ich gebe auf. Okay. Dann. Wer ist jetzt? Sid, ne? Ich. Depay, Memphis. Memphis ist noch dabei, ja. Bernardeschi? Was? Nee. Wie? Danke. Ich also hab gewonnen! Vielleicht ist der Non-Rare oder so, aber der ist nicht bei den. Wäre Coman richtig gewesen? Oh, Coman ist richtig! Coman ist richtig! Nein! Ich hab noch Ibra. Ibra ist doch auch noch dabei, ja. Alter, okay, ich wäre nach Coman rausgewiesen. Ödegaard ist 5 Sterne Skills. Oh, Joao Felix. Hakim Ziyech, Anthony, Lucas Paqueta, Zaha, Ibrahimovic, Son Maxima, David Neres und Franck Ribéry ist auch noch rare und hat verschiedene Skills. Ist das dumm? Okay. Das ist mein Wissen von früheren FIFA-Teilen. Go, bro, bro, bro. Okay. Ich will jetzt hier nicht der Link sein, aber musst du nicht eigentlich sind denn noch einen haben, weil du ihn angefangen hast? Ich hatte Ibra noch. Sogar. Na, er hat Ibra. Ja, ich bevor ich aufgelöst habe, hat er sogar noch gesagt, ich hätte noch Ibra. Also, ja. Wie gut bist du denn? Oh, ich bin schon lange FIFA, Digga.
Also erste Kategorie hat Sydney gewonnen. Wir machen das immer so mit dem, wer, wann man rausgeflogen ist, ein Punkt weniger nach unten und so. Ne? Also momentan führt Sydney. Zweite Kategorie, ich glaube, es waren die Top 20 schnellsten Spieler. Alle? FIFA oder 23? Auch Gold Rare? Oder? Gold Rare, ja genau. Gold Rare? FIFA 23. Ja. Jetzt nicht. Schade. So, Gerrit Holtmann könnt ihr schon mal streichen. Okay. Silberkarte. Ja, so, Holtmann hat 94 Pace oder so, aber ist halt eine Silberkarte. Okay, okay, okay. Jetzt machen wir andersrum. Ja, so, Sydney, Friede, starten Sie. Schnellsten Spieler, Mbappé. Das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Walker. Ist nicht in den Top 20. Was? Oder was ist das denn? 91. Was ist das denn? 91 ist nicht dabei. Lord. Walker hat 91 Pace und ist nicht in der Top 20. Ja. Was ist das denn, Krankes? Ich sag Vini. Richtig. Ich hab ein bisschen Angst, Auber. Der ist auch nicht mehr, oder? Ist auch nicht mehr dabei. Und da hat er. Aber weißt du, steht jetzt nicht, ne? Ich kann es schnell nachgucken. Aber Auber hat 87 Pace nur noch. Oh mein Gott. 87. Der Mann, ja. Den gibt's denn noch schnelles? Ich bin noch am Überlegen die ganze Zeit. Boah, ist der Gold Rare, Adama Traoré. Oh, stimmt. Das ist die zweitschnellste Karte im Spiel, ja. Ich hab nur Angst, dass er Gold und wie viel Rating hat der? 79 hat der. Ist doch maximal. Der Mann hat nur noch 90 Pace. Was? Stallone. Ja, jetzt muss Mo noch einen sagen, ne? Nee. Ich war vor ihm. Ich hab noch eine Frimpong dabei. Frimpong wäre dabei gewesen, ja. Naja, was? Perfekt. Ich hätte noch. Also, wer, weißt du, wer auch noch dabei wäre? Geraldo Becker. Ja, den hätte ich auch noch gesagt. Ich hab nur Angst, dass er nicht Gold will. Daniel James, Frimpong, Ismail Assar, Inaki Williams, Diaby, Dembélé, Anthony, Theo Hernandez. Usman Dembélé ist drin? Cool. Saint-Just. Was? Ohne Sinn. Ist das IV? Ja, IV 93 Pace. Digga. Kennst du nicht dieses TikTok von dem Kind, der sagt, Saint-Just gehört momentan zur besten Elf der Welt? Und dann wird er gefragt, warum? Ja, der hat doch irgendwie eine 94er Karte in FIFA auf RW. Da muss er der beste Right Winger der Welt sein. Besser als Messi. FIFA ruiniert die Kids einfach. Dann Mo Auber mit dem Sieg. Kommen wir zur dritten Kategorie. Alles noch relativ offen. Die ist relativ einfach. Und ich hoffe, ihr wart in den letzten 3 Wochen wenigstens einmal auf Instagram, auf EA Sports FIFA. Nein. Ja, es sind die Top 30 Overall Ratings. Oh Gott. Mann, das Problem ist, diese ganzen Leaks waren am Start und es gab nicht so eine offizielle Liste. Doch. Stimmt. Genau diese Liste gibt es von EA auf Instagram. Ja, EA Sports. Der hat sich keine angeguckt, wenn man die alle schon. Okay, lass knacken. Darf ich jetzt auch mal anfangen oder wie sieht's hier aus? Nur Goldkarten. Ja, highest rated ist natürlich. Nur Gold. Nur Goldkarten. Ich mach jetzt hier nicht irgendwie R9 rein. Willi. Es ist halt. Okay, wer fängt an? Wir machen jetzt einfach von der Mitte aus. Du fängst einfach an, ja. Kylian Mbappé. Korrekt. Messi. Ja, warum denkst du so lange nach? Ja, weil los. Ich hab nur gesehen 81 Pace, jetzt hab ich Angst. Hä, Junge, was? Cristiano. Ja. Benzema. Ja. Lewandowski. Ja. Jan Oblak. Ja, ist dabei. Salah. Wo ist Mohammed? Da ist er. Nee, ich hab ihn noch nicht gefunden. Ja, ist dabei. Neuer? Manu auch, ja. Van Dijk. Ja. Harry Kane. Harry Kane ist dabei. Son. Was hast du gesagt? Son? Ja. Ja, ist dabei. 89 schon. Oh, ist dabei. 89 hat Son. Er hat so viel wie Neymar. Ja. Digga, wow. Ja, passt. Courtois. Courtois ist dabei. Ist Courtois richtig? Ja. Neymar. Stimmt, oh mein Gott. Ich wollte dem sagen, Mann. Ey, ich bin schon wieder kacken, Mann. Wollte ich gerade sagen, ich habe mich schon gefragt, warum du das nicht. Ich wollte nicht sagen, aber warum du das gesagt hast. Den gibt's noch. Wir haben schon viele, ne? Wir haben 12 oder 13 oder so. Ja. Ich hab nur einen. Hast du noch einen? Ja, nice. Ich hab Luka Modric. Der ist dabei. Toni Kroos. For me, the best. Toni Kroos. Der ist dabei. Kroos dabei? Ich hab's Kroos. Der Bräune? 80 hat du Kroos. 88. Boah, cool. KDB, yes. Gar keine Verteidiger, ne? Mané? Sadio, klar. Mhm. Spast. Golo Kante. Cool. Yes. Wie viele gibt's denn noch? Es gibt noch 12. Boah. Wir haben jetzt 13?
Casemiro. Nein, ich wollte den sagen. Das ist, ich habe den gerade noch gesehen, ja, ist korrekt. Ach. Wie hat der? Ich weiß nicht, ob wir den einen gesagt haben. 89 hat Casemiro. Boah. Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, was am Anfang gesagt wurde. Donnarumma? Das ist der letzte Platz. Oh mein Gott. Wie viel? Ja, 88. Okay, also kein 87er dann. Okay. Aber angenommen, man sagt einen, der gleich viel Rating hat wie Donnarumma, ist egal. Also wenn der, aber nicht in dem Ranking, ist trotzdem falsch, oder? Alle darunter haben, ich habe extra nachgeguckt, haben kein Rating wie er, weißt du? Also ah, er ist okay, der letzte. Okay. Kimmich. Mann. Richtig. Marquinhos. Richtig. Digga, wo wurde Neuer gesagt? Ja, sonst Diarra hat ja Handanovic immer eine 88. dann nehme ich ihn doch nicht. Mann, Victor, wieso lachst du denn? Oh, ich habe auch gelacht, ich musste auch lachen. Ruben Dias ist richtig. Ja! Keylor Navas. Sorry, weil Keylor Navas, das ist richtig. Junge, der hat 3 Spiele gemacht dieses Jahr. Ja, ist wirklich so. Ich wusste, dass beide 88 haben. Ja, Jungs, ich bin raus. Was soll ich euch erzählen? 88er Rating. Worüber freut man sich denn nicht? guter Gedankengang, ja. Ich glaube, wir haben den noch nicht gesagt, ne? Cristiano Ronaldo. Das war meiner. Den haben wir gehofft. Oh mein. Haben wir den gesagt? Naja, mein erster. Wie viel haben wir überhaupt noch übrig? Aber gute Idee, Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oha, wie gut. Ich hab da keinen mehr, Mann. Ich hab einen. Och, Digga, warum hab ich den nicht gesagt? Koulibaly? Nope. Oh, yes. Der hat da 88. Ter Stegen. Mats bitte. Ist dabei. Ja. Oh Gott, Haaland? Ja, den wollte ich sagen. Natürlich, Haaland. Oh, Haaland. 88, ne? Oder 89? 88. Nein. Mann, ich wollte den sagen, ihn oder Cristiano. Ich hab mir gerade ein Video gesehen. Cancelo. Richtig. Stimmt. Ja, oh mein Gott. Hä, Digga, was ist das denn? Wie gut ich bin. Jetzt mit 3 Stück gibt's noch, oder? Ich hab keinen. Ja. Warte. Alisson? Ist richtig. Oh, dann nehme ich Ederson, bitte. Das ist auch richtig. Oh mein Gott. Wenn ihr jetzt den letzten auch noch habt, dann muss ich euch eine Stechfrage geben oder so. Keine Ahnung. Ich finde den nicht. Ich muss hart überlegen, ja. Digga, wie gut. Ich sag... Ich hab sogar vorgelegt. Sterling. Nee, falsch. Also quasi, ja, Sidney hat vorgelegt. Willst du die Position noch sagen? Der hat, glaube ich, in seinem Leben ZM, ZOM, 9er und RM schon gespielt. Hm. Und spielt beim aktuellen Premier League Meister. Scheiß mal, wer gewonnen hat. Bernardo Silva? Ja. Was? Boah, verdient. So cool. Man City, Citizen. Sky Blues. Ja, overall müsste Sydney gewonnen haben. Der hat ich 2 Kategorien gewonnen. Richtig. Ja. Passt. Ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin immer noch ein FIFA-Lexikon, wie man merkt. Das heißt die Pros. Wie geil, ne? Geht so, ne? Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Peace out. Ciao.